Wir würden jetzt in die Schlussdiskussion eintreten und versuchen, die so ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten laufen zu lassen, sodass alles Wesentliche nochmal berührt werden kann. Vielleicht nicht von jedem, also nach dem Motto, es ist alles Wesentliche gesagt, aber noch nicht von jedem. Wir müssen uns natürlich irgendwo auch versuchen zu bündeln. Ich habe gar nicht so viele wichtige Punkte als Ausgangspunkte zu nennen. Für mich wäre, wie schon vor der Kaffeepause gesagt, wichtig, dass wir verstehen, dass wir aus den Wissenschaften heraus, aber auch natürlich aus der Informationsverarbeitung heraus und auch aus der Aggregation heraus uns unterhalten müssen über unsere impliziten Wissensmodelle. Also für mich, das muss ich ganz persönlich sagen, hat die IT immer den Reiz gehabt, dass ich nochmal über irgendwas nachdenken musste, wovon ich teilweise gar nicht wusste, dass ich es sozusagen habe als Begriff oder verwende als Praxis. Man erlernt ja im Studium gewisse Dinge, die man sozusagen für unhinterfragbar hält. Und Informationstechnologie aus der Sicht einer Geisteswissenschaft zu betreiben, bedeutet ja auch, scheinbar unveräußerliche Bestandteile der eigenen Geisteswissenschaft einer Reflexion zu unterziehen. Dasselbe gilt natürlich für die Informatik in ganz genau demselben Maße. Deswegen ist es einfach notwendig, hier einen gegenseitigen Dialog zu führen. Das wäre also ein Punkt für mich in der Diskussion. Welche Wissensmodelle haben wir eigentlich? Welche legen wir zugrunde? Haben wir überhaupt jemals überlegt, was wir da zugrunde legen in der Archäologie? Oder sagen wir einfach, das habe ich so studiert und finden es nicht komisch, dass wir das bis heute nicht komisch gefunden haben. Der zweite Punkt, der ist nicht ganz unwichtig auch, ist die Frage der Finanzierung von Wissenschaft in Deutschland. Also Wissenschaft wird aus Steuergeldern finanziert. Was gibt Wissenschaft dem Steuerzahler zurück? Da kann man natürlich sagen, klar, dass ich ICE fahren kann, dass ich fliegen kann, dass ich Herzoperationen gemacht kriegen kann. Dafür muss ich nicht verstehen, was die machen. Es reicht, ich zahle, das ist Kranken, zahle Steuern und dann erwarte ich aber auch dieses Ergebnis. Da haben Geisteswissenschaften dann natürlich ein Problem, weil sie keine unmittelbar erkennbaren, lebensrettenden Funktionen haben, vielleicht anders als Musik. Also wie tun Geisteswissenschaften sich eigentlich legitimieren finanziell? Und da muss man über die Fragen sprechen, was kommt eigentlich an? Oder sozusagen ist der Bürger, um in kindlicher Diktion zu bleiben, das Schweinchen in der Mitte, über das die Bälle sozusagen hinwegfliegen zwischen den Quelleneditionen und den großen wissenschaftlichen kodifizierten Endpublikationen, und er guckt eigentlich immer nur, wie der Ball fliegt, kann ihn aber nicht genau erkennen und kann ihn auch nicht festhalten. Der dritte Punkt wäre dann eventuell auch nochmal, welche Daten in welcher Form zugänglich gemacht werden könnten oder sollten, um das Gesamtgebiet zu verbessern. Ich würde sagen, wir gehen in dieser Reihenfolge vor und halten uns auch ein bisschen ran dabei. Dann können andere Themen, die da nicht reinpassen oder die von anderen Leuten, Diskutanten gewünscht werden, dann auch noch angeschlossen werden. Also nochmal zum ersten Punkt, Datenmodell und Wissensmodell, Wissenskultur, Wissensparadigma, Fehlermanagement. Was kann man dazu sagen oder was würde hier gerne in der Diskussion in Bezug auf diesen Tag heute, was würde jemand gerne dazu beitragen? Oder welche Kritiken? Ja, bitte. Wikidata ist ja auch als Reaktion darauf entstanden, dass viele Informatiker
einfaches Weltbild auf die Datenmodelle haben, die es geben sollte. Das heißt zum Beispiel, dann sprechen Sie davon von Sachen wie, es gibt Länder, die haben eine Hauptstadt und das ist eine einfache Tabelle und so weiter und so fort. Und das Datenmodell in Wikidata ist ja explizit so angelegt, dass wir jegliche Aussage, die wir drin haben, verifiziert darstellen. Das heißt, wir über die Aussage selbst sprechen können, dass wir eine Quelle dafür angeben können und dass es auch widersprüchliche Aussagen ins System geben kann. Was mich jetzt als Projektleiter für Wikidata insbesondere interessiert ist, aber ist das Datenmodell, so wie es ist, ausreichend? Haben wir etwas Grundlegendes übersehen, was in den Wissenschaften notwendig ist, vor allem in den Geisteswissenschaften? Oder ist das auf alle Fälle mal ein wichtiger Schritt und jetzt ist genug Zeit, um mal sich hinzusetzen und zu gucken, was passiert und wie sich das entwickelt und dann erst zu reagieren? Aber wenn es bereits etwas gibt, was man von vornherein sagen kann, oh, das habt ihr übersehen, wäre das natürlich sehr hilfreich. Gibt es denn bei Ihnen die Möglichkeit, dass man jetzt verschiedene Meinungen zu einem Thema präsentieren kann, dass man sagt zum Beispiel, das Kastell XY wird ins erste Jahrhundert datiert, aber der Kollege nebenan sagt, nein, ins zweite Jahrhundert und der andere sagt, nein, ins dritte Jahrhundert, dass man sowas, dass man verschiedene Forschungsmeinungen darstellen kann und der User kann sich selbst seine Meinung bilden, welche Argumente überzeugen mich mehr. Ich denke, das ist jetzt in der Archäologie wichtig, aber auch in anderen, also ich denke mal in der Politik, vor allem in der Geschichtswissenschaft ganz wichtig. Also was man machen kann, ist, dass man mehrere Punkte darstellen kann und die jeweiligen Referenzen dazu angeben kann, die auf die jeweiligen Quellen verweisen kann. Was man nicht machen kann, ist die Argumente jetzt in irgendeiner Weise in unser System zu erfassen und diese darzustellen oder Ähnliches. Man würde nur auf die externen Quellen verweisen. Da kann man halt hingehen und dann nachschauen, was man als überzeugender halte. Aber den Schritt, dass wir auch die Argumente in irgendeiner Weise direkt erfassen können, haben wir nicht drin. Aber wie formalisieren Sie dann sozusagen das Problem, über das es verschiedene Meinungen gibt? Gibt es das als Entität in Ihrem Datenmodell oder sind es sozusagen parataktisch organisierte Mengen von Meinungen, die Sie organisieren, die, wie wissen die unterschiedlichen Meinungen zu einem Problem voneinander, dass Sie beide unterschiedliche Meinungen zu dem Problem, also Meinung A und B sind zu dem Problem X? Das ist eine schwierige Frage und wir haben es auch nicht explizit im System drin. Wenn man zum Beispiel jetzt drin hätte, dass die Bevölkerung von Deutschland 80.712.315 ist und jemand anderes sagt, die Bevölkerung von Deutschland ist 80 Millionen, ist das ja nicht wirklich ein Widerspruch. Das sind zwei unterschiedliche Zahlen, aber es liegt eher an der Genauigkeit der Zahlen. Also es gibt keine Entität, Bevölkerungszahl von Deutschland mit attribuierten Meinungen. Wir haben, als Datenmodell haben wir, es gibt zu Deutschland verschiedene Aussagen. Ja. Eine Aussage bezieht sich auf die Bevölkerung und das ist die 80 Millionen. Wir haben eine zweite Aussage, die bezieht sich auch auf die Bevölkerung und das ist die 82 Millionen. Aber beide stehen einfach nebeneinander da. Das ist aber, würden Sie das als einen Mangel in dem Datenmodell ansehen oder? Ich würde gerne wissen, wie wir es verbessern können, falls es einer ist. Ja. Vielleicht, ich glaube, ich sehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich denke, dass die Software das durchaus leisten könnte. Ich glaube aber, dass Wikidata als Projekt im Moment in eine andere Richtung geht. Wikidata als Projekt ist vom Konzept her ja sehr stark angelehnt an Wikipedia, zumindest im Moment noch. Das heißt, die Granularität und das, was als eigenständiges Konzept, als Data-Item dort auftaucht, ist in der Regel das, was man in der Wikipedia auch als Artikel hat. In der Wikipedia hat man wahrscheinlich keinen Artikel über die Einwohnerzahl von Deutschland und hat einen Artikel über Deutschland. Man hat vielleicht auch einen Artikel über die Methodik zur Erfassung von Einwohnerzahlen im Allgemeinen. Es gibt nichts im Datenmodell, was das so vorschreibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auf der gleichen technischen Grundlage ein System schaffen kann, wo die Diskussion darüber, was Wissen eigentlich ist, ein eigenes Data-Item ist und wo die einzelnen Argumente und Argumentationsrichtungen dazu tatsächlich auch als Daten modelliert sind. Aber ich sehe
zumindest im Moment noch nicht, dass das in Wikidata der Fall sein wird. Der Nachteil von dem, was ich sage, ist natürlich ganz offensichtlich der, dass man dann unendlich viel manuell sozusagen modellieren müsste. Und der Vorteil davon, das nicht zu tun, ist, dass man dann eben, sagen wir mal, durch das Modell auch eine gewisse Distanz zu den einzelnen Dingen hat. Trotzdem wäre es natürlich wichtig, zum Beispiel, wenn es sich um wissenschaftliche Diskussionen jetzt im Bereich der Archäologie dreht, eben dann doch die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ja, ich kann finden in dem Datenmodell mithilfe von Discovery oder Information Retrieval die relevanten Dokumente zur Einwohnerzahl in Deutschland, weil das, ich kann den Dokumenten ansehen auf maschinenlesbarer Basis, dass sie eventuell relevant für eine bestimmte Art von Diskussion sind, ja, weil sie zum Beispiel das Wort Einwohnerzahl verwenden oder weil sie Zahlen verwenden, die ungefähr dieselbe Höhe haben und damit einen gewissen Verdacht erwecken, dass es sich vielleicht zusammen mit anderen Kriterien um ein und dieselbe Diskussion handelt. Sonst frage ich mich, wie sollen sozusagen Diskussionen, die zu einer Sache ausgerichtet sind, dann in dem Modell abgebildet werden? Ich habe da keine Antwort oder auch keinen Anspruch. Natürlich kann ich sagen, ich erlaube es innerhalb des Datenmodells, das durch manuell intentionale Verknüpfungen zu tun. Aber das ist natürlich dann eigentlich auch schon wieder schmutzig, weil es wäre ja schön, sozusagen, wenn ich die Daten selber sprechen lassen könnte. Ne? Meinungen sind immer schmutzig. Für mich stellen sich da verschiedene Fragen. Ich glaube, für den wissenschaftlichen Diskurs ist Prosatext schlicht das richtige Medium. Ich glaube, wenn man versucht, das runterzubrechen auf strukturierte Daten, kommt man in Teufelsküche. Ich glaube nicht, dass das... Ich meine, manchmal wäre es vielleicht schön, das zu können, aber ich sehe das nicht wirklich. Was man natürlich machen kann mit einer Datenmenge, wie wir die in Wikidata haben, ist mit automatischen Verfahren Meinungscluster finden oder Trends finden oder sehen, okay, wir haben hier drei Quellen, die werden sehr oft für Bevölkerungszahlen benutzt, die widersprechen sich recht oft. Vermutlich gehören die unterschiedlichen Schulen an oder verwenden unterschiedliche Methodiken oder dergleichen. So etwas zu finden, wird recht einfach sein. Das ist jetzt nicht Teil der Software selbst, das kann man halt mit den Daten machen. Und ich gehe davon aus, dass es jemand machen wird. Ich denke auch, solange dieser vielleicht wünschenswerte Zustand, so er denn technisch erreicht werden kann, erreicht ist, sehe ich die Sache nicht allzu dramatisch. Die Kernaussagen eigentlich, die durch die Daten gegeben sind, auf der einen Seite, ich habe da zwei Datensätze stehen, Berlin hat 80 Millionen Einwohner, Berlin hat 82 Millionen Einwohner. Das sind nur Daten. Wenn ich da stehen habe, als Literaturangabe für eine bestimmte Situation am Limes, einmal Dietwulf Barths, einmal Klaus Kartüm, dann sind das zwei Literaturverweise. In beiden Fällen kann das, was Wikidata liefert, ja nicht das Endprodukt von irgendetwas sein, sondern ein Hilfsmittel, um daraus etwas zu machen. Das heißt, wer immer sich anschließend mit Berlin auseinandersetzt und aus dem Berlin-Datensatz etwas machen möchte, hat gefälligst und sollte gefälligst nachrecherchieren, warum da jetzt zwei unterschiedliche Angaben, die ja auch bequellt sein müssen, wenn ich das Data-Konzept richtig verstehe, da sind, von wem die vertreten werden und aus welchen Gründen, und dann hat er die entsprechend darzustellen. Wenn ich es mit dem Limes-Problem zu tun habe und habe da die Literaturangaben Barths und Kortüm, dann habe ich natürlich in beiden Fällen mal nachzulesen, was ist da? Wird dann feststellen, okay, Barths datiert über Sigillaten auf 100 plus minus 5 und Kortüm datiert aufgrund einer statistischen Münzauswertung auf 110, 117. Dann habe ich das in meiner Artikelarbeit konkret beides darzustellen. Ja, es geht eigentlich, glaube ich, eher darum, dass Sie diese beiden oder die relevanten Teile aus 6,5 Millionen Items herausfinden können. Mir geht es ja nicht darum, dass das Modell irgendwas interpretieren soll. Aber wenn ich diesen Aufwand betreibe, dann muss das Pre-Processing so effektiv wie möglich sein. Und das Versprechen ist ja Number Crunching, also sich durch Mengen durchzuarbeiten mithilfe dieser Methoden, die man intentional als Mensch nicht mehr bewältigen kann. Und da kommt genau dieser Punkt eigentlich ins Spiel, den ich meinte. Aber ist egal. Also,
Ja, aber auch wenn die Software jetzt nichts bewertet oder von sich aus irgendwelche Intelligenz entwickeln soll, so muss zum Beispiel schon als Voraussetzung für eine Suche Vergleichbarkeit da sein. Vergleichbarkeit ist bei Zahlen von alleine gegeben, bei ungenaueren Angaben wird es schwierig und in dem Punkt kommt dann auch die eventuelle Einschränkungen durch ein Datenmodell bzw. durch Vorgabe von Datentypen ins Spiel. Konkretes Beispiel, wenn ich ein Feld habe, eine Property habe, die als Zeitpunkt oder als Datum, als Zeitdatum klassifiziert eingetragen ist, habe ich dann noch die Möglichkeit reinzuschreiben um 200 oder erstes Jahrhundert oder nicht vor 400 oder wenn es um eine räumliche Kategorie geht, kann ich etwas schreiben wie im Umkreis von oder zwei Tagereisen von XY. Oder bin ich umgekehrt dann durch den jeweiligen Datentyp festgelegt, beim Zeitraum zu schreiben von Jahr X bis Jahr Y oder bin ich bei einer räumlichen Bestimmung darauf festgelegt zu sagen, ich gebe entweder eine Geokoordinate oder ein Georectangle ein, also eine praktisch Breite von bis, Länge von bis. Wie schaut es aus? Da machen wir ganz klare Einschränkungen tatsächlich. Also so etwas wie geboren vor 400 vor Christus wird man bei uns nicht darstellen können. Was wir haben werden, ist es die Möglichkeit, Ungenauigkeit darzustellen, aber in einem beschränkten Rahmen. Das heißt, man muss jetzt nicht genau das Jahr angeben. Man kann sagen, es ist im 4. Jahrhundert oder es ist 410 plus minus 30 Jahre oder so etwas. Aber so etwas wie vor 400 oder um 350 sind Werte, mit denen die man nicht in das System eingeben kann, weil es auch nichts damit anfangen könnte. Aber solche Angaben erscheinen natürlich sehr häufig, gerade im Zusammenhang mit Altertumswissenschaft. Ja, also ich würde auch sagen, da müssten wir uns mal über Time Gazetteers unterhalten, die genau sowas versuchen unmittelbar umzusetzen. Da ist auch Elton Barker wiederum im Umkreis von Elton Barker, aber auch im Umkreis vom DRI wird über sowas nachgedacht, wie man sozusagen vorab diese außerordentlich vielschichtigen Arten, bestimmte Dinge zu datieren und diese Dinge zu formulieren, ja letztlich dann doch auf nicht einen exakten Punkt, aber auf eine Range abbilden kann. Ne? Das ist aber nicht unbedingt eine Frage sozusagen des Kerndatenmodells von Wikidata, sondern das wäre eine Frage, wie man mit diesen URIs die Plejades bereitstellt, dass man eben auch sozusagen ein paar basale Datierungskonventionen, eben indem man sagt, das ist das und das Jahrzehnt oder das Jahr von bis oder das Jahrhundertviertel, das erste, zweite, dritte oder die Jahrhunderthälfte oder zweites Jahrhundert oder wenn man in der römischen Zeit bleibt, diese gemeinen Geschichten wie spätrepublikanisch oder frühkaiserzeitlich, was heißt frühkaiserzeitlich im Verhältnis zu julisch-klaudisch, ist flavisch noch frühkaiserzeitlich und Soldatenkaiser und was weiß ich, alles wurscht. Ja, es gibt alles, man muss es irgendwie aufeinander mappen und dann kommt man schon zu einer verarbeitbaren Spanne und über deren Begründung kann man sich lange streiten. Also das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Ne? Man braucht sich sozusagen seine Lebenszeit nicht mit dem Herbeirufen dessen zu vertun, dass eigentlich um einen herum alles schon da ist. Man muss dann eben einfach gucken, wie man solche Synonymisierungen und auch solche Vereindeutigungen hinkriegen kann. Aber ein Time-Gazetteer wäre zum Beispiel was, wo man dieses Ding unmittelbar mit angehen könnte. Der müsste eben alle Möglichkeiten, wie in der Archäologie über Zeit gesprochen wird, enthalten, wertfrei. Das heißt dann natürlich auch zum Beispiel verschiedene Zeitrechnungen einzubeziehen, wenn ich Informationen, die zum Beispiel direkt aus Quellen stammen, einbeziehen will. Und noch komplexer wird es dann, wenn es um räumliche Kategorien geht, wenn ich zum Beispiel direkt abbilden will, was in bestimmten antiken Quellen über eine Lokalisierung eines Ortes gesagt wurde, dann muss ich solche Sachen abbilden können, wie in der Provinz Dakien und in einem Bereich südlich der Donau und muss das irgendwie da unterbringen können.
ich wäre ein großer Fan davon, das getrennt zu halten und sozusagen die Lokalisierung immer über Gazetteer oder Geo-Server zu machen, aber die Time-URIs sozusagen damit zu verknüpfen. Aber das sind Detailprobleme. Es bedeutet aber letztendlich, dass wir uns sozusagen mit einer irgendwo ritualisierten, merkwürdigen Sprache, merkwürdiger Einzelfächer in eine Richtung bewegen müssen, diese Sprache sozusagen adressierbar zu machen, damit sie von der anderen Seite sozusagen von informatischen Datenmodellen auch entsprechend aufgenommen und verarbeitet werden kann. Ich denke, es gibt da zwei Schichten. Das eine ist die Dinge, die man von Hand tun kann oder von Hand tun muss. Und zumindest zunächst wird es vermutlich so sein, dass Zeitangaben in irgendeiner Form kalendarisch sein müssen, wenn man sie in einer Abfrage verwenden will. Man kann natürlich gerne zusätzlich so etwas wie eine Epoche angeben oder was auch immer da gewünscht ist. Nur wird diese Angabe nicht auf einer Zeitleiste eintragbar sein, weil die Software das nicht mappen kann. Dieses Mapping selbst ist ja Forschungsgegenstand, ist behaftet mit Unsicherheiten, mit Quellangaben und so weiter. Ist also nichts, was man direkt wie eine Umrechnung von Maßeinheiten direkt in die Software einbringen könnte. Was mich zu dem zweiten Punkt bringt, in vielen Fällen, wo es eben zum Beispiel um Messungen, Messwerte und dergleichen geht, kann die Software das leisten, nämlich Maßeinheiten umrechnen und auch die Messgenauigkeit bzw. die Genauigkeit der Angabe mit berücksichtigen. Und in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass das Datenmodell vorsieht, den Wert, so wie er eingegeben wurde durch den Benutzer, stets vorzuhalten und eine Konvertierung nur für die Indizierung und die Ausgabe vorzunehmen. Das heißt, wenn sich neue, bessere Konvertierungsverfahren ergeben, wenn sich alternative Verfahren ergeben, wenn sich eine bessere Indizierung durch einen, zum Beispiel einen Geo-Server einrichten lässt, dass wir dann stets auf die original eingegebenen Daten zurückgreifen können, sodass sich die Fehler nicht akkumulieren. Sie könnten sich aber mit dem Time-Gazetteer verbinden und dann könnte die Software auch diese Fuzzy Logic in der sprachlichen Zeitexpression mappen. Aber egal. Das geht sehr in die technischen Details, wie das tatsächlich möglich ist. Es müsste erstmal eingeben, auf jeden Fall. Okay. Noch weitere Fragen zu Wissensmodellen, Datenmodellen, Bemerkungen, Kritiken? Ja, Rasmus? Ja, also wo man vielleicht auch drüber nachdenken muss, ist, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze der Granularität auch angegeben? Ich meine, wenn wir jetzt sowas uns angucken wie Arachne, können wir eigentlich nach Wikidata gehen und einfach mal alles automatisch rüberschaufeln. Da können wir unsere Datenbank zumachen und uns noch an die schöne Sonne legen. Also da ist dann wirklich die Frage, wo fängt das Interessanter an, wo hört das Interessanter auf? Das Schöne an Wikidata ist, dass wir uns nicht im luftleeren Raum bewegen, sondern dass wir ein Projekt sind, das als allererste Aufgabe hat, die Wikimedia-Projekte zu unterstützen. Daraus ergibt sich einerseits auch der Rahmen, den wir zunächst mal anspielen, sprich nur Sachen, die auch in der Wikipedia vorkommen. Und zweitens ergibt sich auch dadurch der Rahmen, dass wenn eine Community sich aufbaut, die andockt an die Wikipedien, und die ihre eigenen Kriterien entscheiden werden wird, wo die Grenzen von Wikidata sind. Und es wird auf alle Fälle welche geben. Es wird auch hier Kriterien geben, zu was gehört in Wikidata, was gehört nicht da rein und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber werden wir auch Teil des Linked Open Data Web Science. Wir werden unsere Daten alle öffentlich anbieten in RDF-Strukturen und so weiter und so fort. Das heißt, mit externen Daten zu verknüpfen, ist ein explizites Ziel. Es wird also sehr, sehr viel Raum geben für spezialisiertere Datenbanken, die Daten, die über das hinausgehen, was in Wikidata sein soll und wird sein wird, trotzdem damit verbunden lassen sein können, sodass wir nur ein Spieler sind in ganz großen Netz der Daten, was entstehen wird. Das bringt uns vielleicht zu einem zweiten Diskussionspunkt, der eigentlich auch sozusagen am Ausgangspunkt unserer Berührung mit Wiki
Media, Wikipedia und Wikidata war, also uns als Arachne und als Deutsches Archäologisches Institut, weil wir gesehen haben, wie es doch im User-Monitoring von Arachne relativ häufig passierte, dass Leute, die in Arachne-Datensätzen waren, gewissermaßen hilfesuchend zu Wikipedia übergewechselt haben. Und das waren doch schon viele Tausende. Dahinter verbirgt sich, würde ich jetzt mal hypothetisch annehmen, eigentlich dann auch eine Frage sozusagen der gesellschaftlich-finanziellen Legitimation von Wissenschaft. Das heißt, in Arachne kriegt man die rohe Quelle vorgesetzt, mehr nicht. Und mehr will Arachne auch nicht leisten. Wir fangen jetzt nicht an, ein paar hunderttausend Artefakte aus der Sicht der Archäologie letztgültig zu beschreiben, sondern wir bilden die ab und machen sozusagen die Basics zugänglich. Natürlich passiert dann im Wissenschaftsprozess irgendetwas, das zu so einem kodifizierten Buch in einem Bücherregal führt, in der Regel noch, jedenfalls in den Geisteswissenschaften. Damit können Steuerzahler auch fast wieder genauso wenig anfangen wie mit der Quelle, weil da so viel Fachterminologie, Fachdiskurs, voraussetzungsreiche Sprache und Dinge drinstecken, Denkfiguren, Analyseprozesse, die sie überhaupt nicht überblicken können, sie auch wieder nichts von haben. Ne? Von daher wäre natürlich jetzt mal unabhängig von der Frage, was jetzt populärwissenschaftliche Literatur ist und wie viel davon dann da immer wieder weiter abgeschrieben wird und wie viel Hau da sozusagen dann reinkommt, der eigentlich auch nicht intendiert war, entsteht eigentlich dadurch in also Reinhard Förtsch naiv Vorstellung vom Internet im Grunde eine ganz neue Situation. Wenn wir es schaffen, beispielsweise als Deutsches Archäologisches Institut, einen digitalen Publikationsserver zu haben, auf dem sozusagen das Endprodukt ist. Wir haben Informationssysteme, in denen die Quellen gehalten werden. Dann liefern wir trotzdem eigentlich den Bürgern in beiden Fällen erstmal nichts. Wenn aber es möglich ist, dass dazwischen eine Ebene entsteht, die den unmittelbaren Einstieg, soweit eine Heranführung möglich ist, von Laien, weil man sich immer fragen muss, was das ist. Ich bin in ganz vielen Dingen in der Archäologie völliger Laie. Dann haben wir eine neue gesellschaftliche Situation. Und wenn wir heute die Zugriffszahlen gehört haben von Wikipedia, sozusagen stündlich, täglich, dann muss man schon ziemlich, sagen wir mal, in der Lage sein, die Realitäten zu ignorieren, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass Politiker, Haushaltsausschüsse, Funding, Institutions und so weiter nicht dahin gucken, wie gut eigentlich aus Steuergeldern gefördertes Wissen in dieser offensichtlich ja nun weltweit massivst nachgefragten Heranführungsressource für die Öffentlichkeit an wissenschaftliche Gegenstände repräsentiert ist. Das heißt, das Medium gibt es. Es zeichnet sich eine Architektur ab. Die Frage ist, wie gut kommen wir eigentlich darin vor? Ja? Wir können dieses Medium nicht machen, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen weder Wikipedia machen, noch sozusagen Wikipedia vollschreiben, sondern die Frage ist doch eher, wie können wir unsere Daten in der Form zur Verfügung stellen, dass Wikipedia-Autoren tatsächlich was damit anfangen können. Wie können wir es schaffen, dass nicht nur Zufallstreffer da sind, weil eben das meiste nicht digitalisiert ist. Es gibt ja eine lange Diskussion in der EU auch, die von EU über UNESCO bis hin in die deutschen Förderinstitutionen reicht, wie viel Prozentsatz sozusagen der analog bekannten Wissenswelt eigentlich digital repräsentiert werden können und sollen. Und da gibt es ganz klare Entscheidungen, nämlich so viel wie möglich, weil dadurch nicht sozusagen Retelling von, it's not retelling old history. Das bedeutet einfach nur, ich mache aus analogen Objekten digitale, mit denen ich 1 Milliarde neuer Verknüpfungsmöglichkeiten habe, die ich so in abstrakter Form in der Bibliothek als menschliches Gehirn nicht bewältigen könnte. Ne? Das heißt, letztlich ist es doch die Aufgabe für Wissensinstitutionen, Wissenschaftsinstitutionen, ihre sozusagen Spezialkenntnisse über die Quelle oder über die sozusagen über das Endprodukt
so auch digital verfügbar zu machen, dass die Leute, die eigentlich für dieses ganze Wissen bezahlen, dass sie im Zweifelsfall nicht retten wird, auch noch was davon haben. Und ich denke, es wird auch ein Kriterium für die Finanzierung sein von Wissenschaftsinstitutionen, letztendlich, wie gut sie mit ihrer Wissensdomäne in Wikipedia, Wiki und Wikidata präsent sind oder nicht. Und das haben viele, glaube ich, noch nicht verstanden. Gibt es dazu Meinungen? Ich denke, wir sollten noch aufpassen, welche Institutionen wir unterstützen oder Initiativen. Also ich habe jetzt heute Morgen während der Morgenvorträge gehört, dass es also oftmals das Rad parallel selbst erfunden wird oder verschiedene Arten von Rädern im Prinzip. Verschiedene Projekte haben im Prinzip das gleiche Ziel. Es wird auf unterschiedliche Art und Weise realisiert und das Ergebnis ist im Prinzip fast identisch. Und man mag, also wie wissenschaftlich das ist, ob das jetzt diese Privatinitiative aus den Niederlanden ist oder groß angelegte Forschungsprojekte, wo große Institutionen dahinter sind, ist im Prinzip das gleiche Phänomen. Und ich sehe es jetzt aus Sicht der Deutschen Liebenskommission, wir haben das Problem, wen unterstützen wir? Unterstützen wir jetzt Großprojekte, Kleinprojekte, Wikipedia-Projekte und man muss schauen, wo man unterstützt, denn auch, wir haben eben schon darüber diskutiert, die Arbeitszeit und die Lebenszeit ist endlich und wir können nicht jede kleine Privatinitiative, sage ich jetzt mal, unterstützen, die vom Steuerzahler getragen wird oder gewünscht wird. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache, zu unterscheiden, was unterstützt man und was nicht vor allem. Moment. Sofort. Erstens unterstützt man, glaube ich, nicht. Und das ist eine Art, ein Denkparadigma, das wir uns abgewöhnen sollten in der Archäologie. Man unterstützt nicht intentional. Diese Technologien und Medien basieren darauf, man unterstützt sozusagen wie Jesus. Das heißt, wir stellen URIs zur Verfügung, die Leute können uns adressieren. Wir wissen gar nicht, was die Leute, wann wer kommt, sich was abholt und was damit macht. Wir müssen alles mit URIs repräsentieren, was wir haben und dann wird, ohne dass wir intentionell etwas davon wissen, davon Gebrauch gemacht werden. Das ist das eine. Aber sagen wir so, das ist das Wichtige. Das andere ist, es werden ja nicht die Initiativen von Steuergeldern, also Pelagius oder Plejades müssen sich nicht legitimieren. Das Deutsche Archäologische Institut muss sich legitimieren. Universitäten müssen sich legitimieren. Universitätsfächer, Disziplinen müssen sich legitimieren. Auch die Limes-Kommission muss sich legitimieren. Wir werden durch diese Leute legitimiert. Ich finde, das Bild mit dem Rad neu erfinden ist unpassend auf verschiedenen Bereichen. Einmal, es muss darum gehen, dass mehr Leute das Rad verstehen. Also, wenn man jetzt die Archäologie als Rad nimmt, dann denke ich mal, dass wenn man so unter den Linden eine Umfrage macht, da noch Wissenslücken sind, grundlegender Art. Also insofern das Rad, als wenn ich jetzt mal dieses Bild total überstrapazieren darf, ist nicht neu zu erfinden, sondern es ist zu vermitteln. Zweitens, haben Sie das Rad vor dem Digitalen nur zur Hälfte erfunden? Das Digitale ist, also das Rad wird ständig weiter ausgebaut. Das Rad ist nie fertig. Ja? Die digitalen Möglichkeiten der Vermittlung, des Erkenntnis durch Teilen des Wissens, ist die Weiterentwicklung des Rades. Und die sehe ich nicht. Und wenn die Limes-Kommission, um jetzt mal bei dem kleinen Beispiel zu bleiben, ja öffentlich finanziert ist, ist natürlich die Frage, an wen muss man die Forderung stellen, dass die Limes-Kommission umstellt auf das digitale Rad. Das kann man jetzt von Ihnen verlangen. Wir können uns hier im Streit annähern und gemeinsame Punkte finden und kleine Projekte zusammen machen und uns dann in einem Jahr treffen und alle ganz stolz sein, dass wir es geschafft haben, irgendein Projekt zu machen. Oder wir können uns fragen, woran es denn liegt, dass die Infrastruktur, wir hangeln uns ja von Projekt zu Projekt, ob das in Social Media ist mit Medienkompetenz, ob das mit Open Education Resources ist, ob das überall Projekte. Projekte werden gemacht, damit sich nichts ändert, ab einem gewissen Punkt. Und es müssen sich Strukturen verändern. Dann kann man auch wieder in dieser neuen Struktur Projekte machen, aber die sind dann anderer Art. Und insofern, aber der Rezipient muss sich auch ändern. Also das ist mir noch ganz wichtig. Ich glaube, wir haben
Wir vergessen auch, dass die Rezeption der digitalen Wissensvermittlung auch bei den unterschiedlichen Alterskohorten der Bevölkerung unterschiedlich ankommt. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Aufgabenfelder. Also wir haben Jugendliche, die das Digitale zwar meinen zu beherrschen, aber sich Wissen anzueignen mit digitalen Methoden, ist oftmals nicht so ausgebildet. Ich bin immer bei meinen Studenten begeistert, wenn ich feststelle, dass die noch nie ein Etherpad benutzt haben oder Google Doc. Und ich eine Frage, wie haben Sie denn kollaborativ gearbeitet? Ach, habt ihr noch gar nicht, weil euer Lehrer euch das nicht beigebracht hat. Das heißt, wir haben auf so vielen Ebenen, ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen, wir können ja diesen Prozess nicht anhalten. Wir müssen also das Rad digitalisieren, wir müssen gleichzeitig den Leuten erzählen, da ist es ein Rad, und wir müssen gleichzeitig aufhören, uns gegenseitig vorzuwerfen, wir hätten das coolere Rad, und uns mit den Qualitätssicherungen, ich fand, das ist immer ein wichtiger Punkt, Qualitätssicherung ist immer ein Knackpunkt, ob das jetzt bei Open Education Resources ist oder ob das jetzt hier im wissenschaftlichen Wikipedia-Diskurs ist. Was ist so komisch daran, zu sagen, ich werde jetzt quasi der Hub für Qualitätssicherung in einer vernetzten Welt, weil Wikipedia ist nur ein, jetzt natürlich jetzt ein tolles Erfolgsbeispiel, einer digital vernetzten Welt, die unser Wissen auf den Kopf stellt. Die Art, wie wir Wissen miteinander teilen und damit was verstehen, hoffentlich. Und das ist eine Konsequenz, die müssen wir uns mal bewusst machen. Und zwar mit als Forderung an die Gesellschaft und an die Politik. Sie brauchen Kostenstellen, damit sie das digitale Rad machen können. Dann haben Sie auch garantiert 10 Wikipedia-Freiwillige, die in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit dann auch anerkannt werden von der Gesellschaft. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Jeder Handball-C-Jugend-Trainer darf zum Bundespräsidenten und in die Hand schütteln, weil er Ehrenamt macht. Aber das Fördern der digitalen Allmende ist noch überhaupt nicht anerkannt gesellschaftlich oder sehr wenig anerkannt, außer jetzt so, wenn man unter Gleichen ist sozusagen, ja. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Punkte und wir müssten die mal auflisten, gemeinsam, und dann mit einem gemeinsamen Forderungskatalog in Gesellschaft, anstatt so zoffen wir uns noch die nächsten 10 Jahre und die Gesellschaft wird sich nicht ändern. Ich habe jetzt ein bisschen länger geredet, deswegen war das mein letzter Beitrag. Danke. Ja, ich würde auch sagen, das mit dem Rat ist so eine Sache. Einerseits war ja einer der vernichtendsten Angriffe auf das Nazireich der Bombenangriff der Alliierten auf Schweinfurt, weil da die Kugellagerindustrie gesessen hat und das Dritte Reich hat unendliche Verluste hingenommen in der eigenen Flugzeugflotte, diesen Angriff zu verhindern, der dann doch nicht verhindert werden konnte. Wenn das so alles so einfach wäre mit dem Rat, dann hätte man sich da nicht so aufregen müssen, denn man wusste ja, was ein Rat ist, ne? Also ein Rat muss man immer wieder neu erfinden, denke ich, einfach weil Kugellager und so sind ja auch eine spannende Frage. Also das Rad ist alles nicht so einfach. Wenn ich dann sehe, also man kann jetzt sozusagen Plejades und Pelagios und Arachne und sonst was nicht vorwerfen, dass sie nicht alle ein System sind, wenn man mal alle vorher an einem Tisch gesessen hätte und nachgedacht hat. Auf der anderen Seite ist im DRI natürlich so, da gibt es wenig Geld für IT oder gab es früher wenig Geld für IT. Und wenn es dann 4 verschiedene Geodatensysteme gäbe, dann kommt das mit dem Rad natürlich, dann sieht das wieder anders aus, ne? Da muss man sagen, ja, also das brauchen wir jetzt tatsächlich auch nicht. Aber grundsätzlich denke ich, kann man das Rad weiterentwickeln und digital und analog weiterentwickeln, das ist schon klar. Und die Art des Diskurses muss sich da auch ändern. Gibt es weitere Statements, auch von den Referentinnen, ja? Vielleicht noch eine Anmerkung zu Sinn und Zweck und Fördern und Unterstützen und in welche Richtung die Dinge laufen. Es wurde vorhin die Frage aufgeworfen, zum Beispiel, wen würde ich unterstützen, wenn ich unsere ganzen Archivalien mit den Grabungsberichten digitalisiere und der Öffentlichkeit zugänglich machen würde. Eventuell ein paar Wikipedia-Autoren, das ist aber nicht der Punkt, sondern eine solche Digitalisierung wäre schon mal an sich und für die auch jetzigen Nutzer sinnvoll, weil es kann auch mal der Fall eintreten, dass das ganze Archiv mit sämtlichen Grabungsdokumenten in eine U-Bahn-Baustelle hineinrutscht und dann weg ist, und dann ist man vielleicht ganz froh, wenn noch ein paar digitale Daten da vorhanden sind. Und wenn die digitalen Daten mal vorhanden sind,
dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, sie nicht denen verfügbar zu machen, die letzten Endes dafür bezahlt haben, sprich jedermann. Ja, es, wie gesagt, also ich hatte das vorhin ja schon angeführt, es gibt natürlich den Versuch für eine vernünftige Form. Es ist ja klar, wenn man Geld ausgibt, muss man auch natürlich, gibt es sozusagen auch da wieder die Verpflichtung, eine vernünftige Form zu finden für die Zieldefinition und auch eine vernünftige Prozedur zu definieren, was kann das Ziel eigentlich sein. Und Archivdigitalisierung ist ja, fällt ja jetzt nicht vom Himmel, sondern da gibt es ja einen langen Diskussionsstand dazu, was man, dass man natürlich Archive nicht unbedingt nackt digitalisiert, sondern dass man sie sozusagen entsprechend annotiert oder mit Basisinformationen versehen ins Netz stellt, damit andere digitale Ressourcen sich damit verbinden können. Ich meine aber viel weniger das, obwohl der Hinweis darauf, dass es möglich ist, auch Kostenstellen dafür zu bekommen, digitale Daten entsprechend zu repräsentieren, ist, wenn auch in einem Maße, das immer noch viele weitere Wünsche ermöglicht, dann doch auch im Deutschen Archäologischen Institut eigentlich eine Erfahrung, die gemacht worden ist, dass im Laufe der Zeit eben doch immer, zwar immer weit hinter dem eigentlichen Bedarf hinterher, aber eben doch Stellen sozusagen geschaffen worden sind, genau dafür, wenn das an einer Stelle, die dafür geeignet ist, eben mit der eigentlich fördernden, unterstützenden Institution kommunizierend auch kommuniziert wird. Das tun wir. Und man kann auch nicht sagen, dass es erfolglos ist. Also machbar ist das schon. Von daher denke ich auch, es ist wirklich die Frage, im Endeffekt bloß, hat eine Wissenschaft es geschafft, sich sozusagen in einem bestimmten, auf einem bestimmten Diskursmedium, das als emergentes, neues, ganz wichtiges Medium hinzukommt. Das als solches würde ich Wikipedia und Wikidata sehen. Das ist geradezu sozusagen der Lackmustext dafür, wie relevant man ist. Oder sagen wir so, der Lackmustest dafür, wie relevant man ist, ist die Frage, wie viel man geharvestet wird. Ja? Das heißt, wenn man seine Daten nicht nur über die User-Schnittstelle, wo sich jemand anmelden muss, zur Verfügung stellt, sondern über eine Schnittstelle, die man mit entsprechenden technischen Möglichkeiten benutzen kann, um die Daten alle oder teilweise abzurufen. Tom Elliott hat darauf hingewiesen. Dann kann ich eigentlich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft damit argumentieren, dass ich sage, also beispielsweise Arachne wird von dem Projekt Klaros, das hier erwähnt worden ist, geharvestet. Arachne wird aber mit seinen Büchern von der virtuellen Fachbibliothek Propyläum an der Staatsbibliothek in München auch geharvestet. Arachne wird noch an 3-4 anderen Stellen geharvestet, also ist Arachne relevant. Wenn Arachne nicht geharvestet werden würde, dann, obwohl wir eine Schnittstelle bereitstellen, hätten wir ein Problem. Wenn Arachne nicht geharvestet würde, weil wir keine Schnittstelle bereitstellen, dann hätten wir doch ein größeres Problem. Das bedeutet, wir können eigentlich nur versuchen, als Wissenschaften gewissermaßen unsere Dinge in einer vernünftigen Form bereitzustellen, in der Hoffnung, dass die Datenmodelle von Unternehmungen wie Wikidata so sind, dass sie in der Art, wie wir sie bereitstellen, auch sozusagen einen vernünftigen Auffangpunkt finden können. Und darüber müssen wir reden. Wenn wir auf der anderen Seite sehen, wie viele Millionen Zugriffe weltweit pro Jahr, pro Tag sozusagen auf Wikipedia erfolgt und wir dann sagen, ja, in der Heatmap, da sind wir sozusagen irgendwo in der Stunde vor dem Morgengrauen angekommen in unserem Fach, dann haben wir was falsch gemacht. Und das wird sich für die institutionalisierten Formen von Archäologie dann sehr schnell in Etats, verlorenen Stellen, verlorenen Lehrstühlen und in der sozusagen rückläufigen Weiterentwicklung unseres Faches auswirken. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Weitere Wortmeldungen? Ich würde da ganz gerne direkt dran anschließen und tatsächlich nochmal dafür plädieren, tatsächlich möglichst viel Informationen so frei, wie es irgendwie geht, verfügbar zu machen. Und frei heißt nicht nur umsonst, frei heißt nicht nur im Web verfügbar, sondern frei heißt tatsächlich auch unbeschränkt nachnutzbar. Und das trifft eben nicht nur zu für Datenbanken, die man hübsch in Wikipedia direkt einbinden könnte oder mit Wikidata verknüpfen und dergleichen. Das trifft auch auf
relativ rohe Digitalisate zu. Wenn man das Bundesarchiv fragt oder auch die Deutsche Nationalbibliothek, dann haben die sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, relativ rohe Daten an die Community zu geben. Und die haben tatsächlich große Probleme, all das Feedback tatsächlich auch wieder zu verarbeiten. Weil es tatsächlich funktioniert. Wenn die Daten zugänglich sind und benutzt werden, dann werden sie annotiert. In irgendeiner Form, von irgendjemand. Und das ist sehr, sehr, sehr nützlich. Und ein weiterer Punkt ist natürlich wissenschaftliche Publikationen selbst, Arbeiten, Papers, sollten ebenfalls in ähnlicher Form frei verfügbar sein, was immer noch ein großes Problem ist. Und natürlich ist es auch eine Frage des Geldes, aber ich denke, in vielen Fällen ist tatsächlich das Aufrechterhalten des Schutzes, die Installation eines Paywalls für irgendwelche Journale und dergleichen. Das kostet Geld, das kostet Aufwand, das kostet Infrastruktur. Es wäre viel billiger, das nicht zu tun oder nicht tun zu müssen. Und Ähnliches trifft eben zu, wenn man nicht alles selber annotiert, sondern Dinge erst einmal einfach nur verfügbar macht. Auch das kann Geld, Zeit, Aufwand sparen. Das ist, ja. Die Süddeutsche hat gerade mit ihren neuen Datenjournalistenabteilung eine Visualisierung von Europas Daten gemacht. Wie gesund sind die Menschen, wie sozial und so weiter. Und der Wikipedia-Artikel wird nicht die einzige Form bleiben, wie aus Wissen und Daten, weil das ist, ich habe jetzt nochmal auf dieses Erkenntnis kommt durch Teilen. Die Erkenntnis fällt ja nicht vom Himmel, dann wenn man was geteilt hat, immer noch nicht, ja. Also Erkenntnis ist ja dann erst, wenn wir uns anhand von Datenvisualisierungen eine Erzählung machen können. Wenn wir also dann, jetzt, wir haben heute die Limes-Karte gesehen, wenn da in Zukunft noch erklärt wird, warum die Römer in dem Moment das und das gemacht haben und wie da eine Interaktion war, weil in Rom wieder die Kacke am Dampfen war, haben die am Limes halt, sind sie ein bisschen zurück und so weiter. Also da sind ja ganz viele Erzählungen dahinter, dass man mal was versteht, ja. Und diese Daten helfen eben dann auch, komplexere Zusammenhänge in größeren Datenmengen zu visualisieren und in eine Erzählung zu bringen. Also ich glaube, das ist einfach, die Welt ist nicht komplexer geworden, wir haben einfach noch nicht gelernt, mit dieser neuen Komplexität gemeinsam umzugehen. Und man sieht das jetzt gerade im Journalismus, die Datenjournalisten sind die neuen Geschichtenerzähler, ergänzen quasi die alten Geschichtenerzähler und überhaupt, der Journalist entdeckt mal wieder, dass er mit einer Geschichte mehr Erkenntnis bringen kann, als wenn er einfach nur kurz die Fakten runterrasselt. Und ich glaube, die Wikipedia, also mein persönlich, das jetzt muss ich jetzt als Präsidiumsmitglied sagen, mein persönlicher Glaube ist, dass die Wikipedia in 10 Jahren eine ganz andere Wikipedia sein wird als jetzt. Vielleicht im Kern wird es noch irgendwo Wikipedia-Artikel geben, aber drumherum wird es die Möglichkeit geben, mit Daten Erkenntnis zu visualisieren und anzuregen. Und der Austausch, und das ist, glaube ich, das, wo dann auch wieder Wissenschaft zu etwas wird, was Wissenschaft. Auf jeden Fall ist es heute so, dass wir nicht wissen können, wenn wir morgens aufstehen, welche Visualisierung aus welcher Richtung irgendwo aufschlägt und uns wieder nicht zeigt. Und das ist sozusagen das Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Und da können wir nur ganz allgemein drauf reagieren, das denke ich auch. Zum Abschluss würde ich anregen, sich im Internet das Raw Data Now, die Raw Data Now TED Session von Timothy Berners-Lee anzugucken, wo er über die Frage, wie weit man runtergehen kann in der Rohheit der Daten Provision, ein paar sehr lustige Bemerkungen macht. Das hat schon viel Diskussionen gegeben und die werden auch noch weitergehen. Aber heute nicht mehr hier, sondern wir werden jetzt hier den geordneten Rückzug antreten und im platonischen Sinne versuchen, die Aporien des Tages in einen neuen Tag zu überführen. Vielen Dank für die Teilnahme, für die Gastfreundschaft und das war's dann.